Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute haben wir wieder ein kleines FAQ für euch am Start. Und zwar hatte ich auf Instagram letztens mal wieder nachgefragt nach euren, ja, interessantesten Fragen, die ihr so an mich habt. Und die werde ich mal wieder in ein Video hier verpacken. Ich habe mir wieder 10 Fragen rausgesucht von denen, die mir gestellt worden sind. Vielen lieben Dank für euer Interesse an der Stelle. Und falls ihr beim nächsten Mal mit dabei sein wollt bei so einem Q&A oder FAQ oder wie es halt haben wollt und mir ein paar Fragen stellen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Dort werden hin und wieder mal wieder so eine kleine Fragerunden stattfinden. Und dann werde ich mir dort ein paar Fragen raussuchen und diese dann hier mit euch auf YouTube auseinandernehmen. Also starten wir mal direkt mit der ersten Frage und die lautet: Seit wann spielst du aktiv Shakes and Fidget? Ist eine Frage, die immer mal wieder auftaucht. Ich würde sagen, dass das Ganze jetzt sich schon eine ganze Weile hinzieht. Ich bin jetzt, glaube ich, beim, ja, lass mich nicht lügen, beim 7. oder 8. Jahr so ungefähr mit dabei, also schon ziemlich lange und seitdem her dann halt auch wirklich aktiv, so am Durchziehen, ne? Ohne Pause. Und ja, das ist, denke ich mal, so ungefähr der Zeitraum, wo es hinkommen könnte. Also ich habe in den Jahren, in denen ich SF spiele, keine einzige großartige Pause hingelegt. Habe da zwischendurch mal gewechselt auf, glaube ich, 100 Alu mal 120 Alu. Ne? Aber aktiv habe ich immer gespielt. So, die nächste Frage. Zockst du privat auch noch andere Games, sprich FIFA, COD etc.? Habe ich früher mal gespielt, mittlerweile fehlt mir dafür leider die Zeit. Dafür ist halt meine Arbeit, die ich neben YouTube noch mache, ja, zu zeiteinnehmend. Und wenn jetzt demnächst wieder Fitnesscenter aufmacht, dann bin ich da halt auch relativ viel. Und ja, dann noch nebenbei das YouTube-Ding hier, das raubt schon relativ viel Zeit. Und deswegen, die Zeit fehlt mir leider zum Zocken. Früher habe ich sehr viel COD gespielt, FIFA eher weniger, war mehr so der COD-Player. Ansonsten auf YouTube findet man eigentlich alles, was ich so früher gespielt hatte, von Counter-Strike, League of Legends, Clash Royale, COD, alles Mögliche findet ihr da. Das ist eigentlich so meine ganze History hier, so auf YouTube. Ja, als nächstes haben wir: Willst du YouTube mal hauptberuflich machen? Das ist eine Frage, die auch ab und zu mal gestellt wird von einigen. Und ich muss sagen, ich denke mal, jeder, der von euch YouTube leidenschaftlich gerne machen sollte oder der ja, YouTube als Hobby hat, der hat im Hinterkopf irgendwo, und da kann er mir sagen, was er will, der hat im Hinterkopf irgendwo immer den Gedanken, ey, das wäre doch übelst geil, wenn man sein Hobby zum Beruf machen könnte. Und so ist es halt bei mir genauso. Früher, 2011, das ist jetzt schon über 10 Jahre her, habe ich mit YouTube-Videos angefangen. Und vor 10 Jahren gab es sowas noch nicht, was zum Thema stand hier. Yo, du kannst hier deine Videos monetarisieren und damit dick Asche machen und sowas. Das gab es damals noch nicht. Ich habe damals YouTube aus Spaß an der Freude angefangen. Und halt aus dem Grund, weil ich halt sehr viel, ja, weil ich das halt als Hobby hatte und Videos mir immer schon Spaß bereitet haben, diese auf YouTube zu uploaden. Und ja, das Ganze hat sich dann jetzt so rauskristallisiert, ja, dass ich dann halt damit auch noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann. Und das ist halt sehr, sehr nice. Deswegen, das aufs nächste Game zu steppen, ist halt, denke ich mal, ein Traum von jedem so, ne? Ja, ansonsten vielen lieben Dank auch für die Frage. Dann die nächste Frage ist: Kommen demnächst Videos mit Igniel? Ja, das ist, seitdem wir das Video mit Igniel gemacht haben, haben da immer sehr viele nachgefragt. Und ja, werden auf jeden Fall kommen. Die Zeit muss halt bei uns beiden stimmen, so, ne? Das ist halt immer so ein bisschen der Punkt dabei, der störende Punkt, sag ich mal, dass die Zeit meistens fehlt. Und ja, zum größten Teil auch bei mir, ne? Kann aber sagen, dass da, dass wir den Kontakt auf jeden Fall weiter bestehen lassen wollen und ab und zu mal dann uns auch mal treffen oder mal einen Livestream machen oder mal ein Video, je nachdem, ne? Also da kann euch, denke ich mal, in Zukunft auch noch was erwarten. Wird halt immer nur eine Frage der Zeit sein, wann wird das machen. So, nächste Frage. Freust du dich schon auf den 24-Stunden-Stream? Ich freue mich da schon sehr drauf und ich bin auch schon ziemlich gehypt, was das Ganze angeht. Ich hoffe mal, dass wir das auch schaffen werden. Ja, ich glaube, wir sind jetzt bei 9400 oder so und bis zum Ende Juni, ja, müssen ja die 10.000 dann halt da sein oder mit dem Livestream halt dann die 10.000 erreicht werden, damit wir halt den 24-Stunden-Stream machen, denn wie gesagt, ab 10.000
machen wir einen 24-Stunden-Stream. Das ist mein Versprechen, was immer noch eingelöst wird, wenn es dann soweit ist. Und ja, ich hoffe, dass wir das hoffentlich rechtzeitig zum Serverstart von W50 schaffen werden, damit wir dort dann gleich zum Start den 24er raushauen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. So, die nächste Frage, die mir hier gestellt wird, ist, wie läuft es mit der Immobiliensuche bzw. Wohnungssuche? Ja, der ein oder andere von euch wird sich vielleicht noch erinnern. Ich habe damals ja ein Video darüber gemacht, dass ich neben meinem Hobby hier YouTube und neben meinem Job halt auch noch auf der Suche nach Immobilien bin, so wo man halt noch nebenbei so ein bisschen sein Geld rein investieren kann, denn wie die meisten von euch wissen werden, ist es sehr unklug, sein Geld auf der Bank zu lassen, sondern halt irgendwo sinnvoll anders rein zu investieren, und da bin ich halt nebenbei auch ein bisschen auf der Suche nach. Und es läuft ganz gut, ja, hatte jetzt letzten Monat, glaube ich, ein Gespräch mit einem Makler, und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da rauskommen wird, ja. Nächste Frage, hast du Tipps zur Motivation, um an SF Game dran zu bleiben? Das wird auch ziemlich häufig gefragt. Es ist halt, ja, ein Ausdauergame so, ne? Und Shakes & Fidget ist halt kein Sprint, sondern ein Marathon. Und deswegen sollte man dort immer kleine Zwischenziele einlegen zwischen den großen Zielen. Und du musst dir am besten selbst versuchen, deine kleinen Ziele so zurecht zu schustern. Wenn du jetzt zum Beispiel das Ziel hast, Stufe 600 zu werden, wie ich eines Tages, dann ist das das große Ziel. Das große Ziel ist aber noch sehr weit weg, ja, und es kann sehr langwierig werden, das große Ziel zu erreichen. Das heißt, du setzt dir kleine Zwischenziele. So, zum Beispiel, ich mache das so, jetzt ein kleines Zwischenziel war zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Leben zu erreichen. Ich bin jetzt, ein Zwischenziel ist jetzt zum Beispiel 300 Millionen Leben auf meinem Magier hier zu haben. Das nächste Zwischenziel ist dann 200.000 Intelligenz zu haben eines Tages. Was aber auch noch andere Zwischenziele waren, sind zum Beispiel ein komplettes Set mit großen legendären Edelsteinen zu bekommen. Ja, die zu bekommen aus der Mine kann auch mal länger dauern als geplant. Und das ist ein Zwischenziel, was du dir auch setzen kannst. Zwischenziel zum Beispiel hier in der Ehrenhalle auf Platz 1 zu kommen oder halt auf Platz 10 zu kommen oder auf Platz 20, ja, je nachdem, auf welchem Platz du dich gerade befindest, ne, oder in die Top 100 zu gelangen, ja. Das sind Zwischenziele, die du dir setzen kannst, so eine kleinen Zwischensteps, und so kannst du dir aufs Neue immer wieder Motivation holen, um deine großen Ziele, wie zum Beispiel ein großes Level oder so, zu erreichen. Ja, das ist so mein Tipp, den ich geben kann. Oder das ist zumindest so das, was ich hier in dem Game mache. So, wie würdest du die Server-Merges angehen, umsetzen? Das ist natürlich ziemlich, ein ziemlich kniffliges Thema auf jeden Fall. Und pauschal kann ich dir die beste Antwort darauf nicht geben. Das ist was, was man lange überlegen muss, wo man lange dran rumbasteln muss, dass es einigermaßen gebalanced wird. Und je nachdem wirst du halt immer Leute auf den Schlips treten, ne? Und deswegen eine hundertprozentige richtige Antwort kann ich dir darauf nicht geben. Es ist schwierig. So, es wird verlangt von der Community, die Server-Zusammenlegung, dass sie stattfindet eines Tages, ist auch eine gute Sache, weil dann mehr aktive Leute auf einen Server spielen. Ne, auf der anderen Seite, die Leute, die Platz 1 waren irgendwie auf dem Server, ne, die sind halt dann auf, ja, wenn 5 Server oder so zum Beispiel zusammengelegt werden, nicht mehr Platz 1. Das heißt, es wird immer Leute geben, die das aufregen wird. So, ne? Ansonsten ist es halt eine Möglichkeit, von Server 1 bis Server 5 zusammenzulegen, Server 5 bis Server 10 zusammenzulegen zu einem Mega-Server und dann halt diese Server so ein bisschen zu verkürzen oder dass das halt größere Server werden und dann halt kleinere Server zusammengelegt werden. Das ist so eine Möglichkeit, aber ob das die beste ist, kann ich dir auch nicht sagen. So, ne? Also man muss da schon ziemlich brainstormen, um dort eine passende Lösung zu bieten. Ne? Das ist, ja, das ist eine Brainstorm-Kategorie, in der ich nicht tätig bin, weil, ja, dafür fehlt mir dann halt auch die Zeit. Da müssen sich andere Leute drüber Gedanken machen. So, die nächste Frage. Was magst du ganz besonders an dir? Ja gut, ich bin jetzt nur nicht der, der sich jetzt hier mit Eigenlob ja quasi rühmt, ne? Aber wenn es was gibt, was ich habe, dann ist das definitiv Ausdauer. Und ja, das sieht man ja auch an YouTube, dass ich seit 2011 aktiv YouTube mache, seit 7 oder 8 Jahren hier Shakes & Fidget aktiv durchziehe nebenbei. Und das, ja, lässt sich halt auch relativ gut auf mein Real Life ummünzen. Gut,
Ich hatte Jahre davor Sport aktiv betrieben. Jetzt seit Corona ist das ein bisschen, hat sich das hinten angestellt. Habe aber im Lockdown trotzdem noch 3 Monate aktiv Hometraining durchgezogen und habe jetzt eine kleinere Pause eingelegt, ne? Oder die längste Pause, die ich bisher hatte. Ich glaube, ich habe so 3 Monate oder so kein richtig, ja, nicht mehr richtig Sport gemacht. So eine Pause hatte ich seit, ja, weiß ich nicht. Seit gefühlt 10 Jahren nicht mehr, was Sport angeht. Und ja, da bin ich halt auch sehr konstant am Ball. Und wenn da wieder alles aufmacht, dann möchte ich da auch wieder attackieren, auf jeden Fall. Ne? Dankeschön für die Frage. Und die letzte Frage ist: Wie bist du zu Shakes & Fidget gekommen? Das kann ich dir auch ganz einfach sagen. Und zwar damals, als ich meine Ausbildung gestartet hatte. Ich hatte auch noch eine andere Frage gesehen, aber wir sind jetzt 10 Fragen durch. Da kann ich mich aber noch dran erinnern. Der hatte gefragt, was ich beruflich mache. Und da fragen auch sehr viele immer noch nach. Ich bin halt, ja, oder ich arbeite halt als Pfleger in einem Behindertenheim, habe damals Altenpflege gelernt. Und ja, in der Ausbildung, am Anfang der Ausbildung bin ich in ein Internat gekommen. Dort hatte ich ja relativ viel Zeit und hatte halt dann irgendwelche, ja, Handy-Games gesucht, so die ganz nice sind. Durch ein paar Kumpels bin ich dann halt auf Shakes & Fidget gekommen. Die haben mir das empfohlen. Ich hab's dann dort und in der Schule und so weiter immer auf dem Handy gezockt. Hab's dann zu Hause am PC gezockt. Irgendwann kamen dann die ersten Videos und seitdem bin ich halt dran geblieben. So bin ich halt zu SF gekommen. Dann hatte man sich untereinander gebettelt gehabt, ne? Unter Kumpels, so unter Bros. Hatte eine eigene Gilde aufgemacht. Man wollte der Höchste sein und so, ja. Mittlerweile spielen es meine Kumpels nicht mehr. Ne, zumindest ein Großteil glaube ich nicht mehr. Und ich bin halt der Letzte, der übrig geblieben ist. Ne? Und ja, jetzt bin ich hier und ja, mache das Ganze noch auf YouTube semi-erfolgreich. Ja. Gut, das waren auf jeden Fall die Fragen. Vielen lieben Dank, dass ihr dort wieder dran teilgenommen habt. Wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Mal auch eine Frage stellen wollt und die Chance habt, ja, rausgesucht zu werden, dann folgt mir gerne auf Instagram. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.